heute Morgen wirklich nur bei uns gibt es Kandidaten, die auch ihre eigenen Songs präsentieren dürfen. Ja, es war heute wieder soweit. Hier ist Julian Heidrich. Diese Woche hat Briggs für Julian einen ganz besonderen Song ausgewählt. Ja! Endlich! Ich habe meine eigene Nummer endlich. Ein Lied, das Julian selbst komponiert und getextet hat. Mit 16 bin ich dann ein halbes Jahr nach Australien gefahren. Und es waren so viele Eindrücke von neuen Freunden über einfach eine ganz neue Gegend. Und dann habe ich zuerst mal einfach begonnen, Texte zu schreiben. Und dann habe ich die Gitarre genommen und habe auch Lieder draus gemacht. Und eines der Lieder, das ich dort geschrieben habe, ist eben Australian Gate. 1-2 Wochen gleich, nachdem ich in die Schule gekommen bin, habe ich meine beste Freundin dort eigentlich gefunden. Und dann habe ich irgendwie bald einmal gemerkt, scheiße, ich habe mich verschaut in sie. Irgendwie hätte ich gern, dass sie mehr ist als nur meine beste Freundin. Aber sie hat einen Freund, so einen Muskelprotz, einen 20-Jährigen. Und irgendwie, ich war halt irgendwie ein kleiner Scheißer fast, muss ich sagen. Und dafür ärgere ich mich eigentlich heute sehr. Und dann ist die Zeit vergangen, ein ganzes verdammtes halbes Jahr. Und irgendwann auf meiner Abschiedsparty hat sie mir gebeichtet, dass die ganze Zeit sie auch irgendwie Gefühle hatte für mich. Und am nächsten Abend bin ich nach Hause geflogen und bin im Flugzeug gesessen und habe diesen Song Australian Gate geschrieben, der eigentlich ein Versprechen ist, dass ich wieder zurückkommen werde. Ich stell dir vor, du schickst wirklich diese Nummer darunter. Ja. Und sie sieht die dann und hört die zum ersten Mal. Das ist aber geil. Heute ist das Ganze halt einfach schon lang her und es ist nicht so gekommen, wie ich dachte. Aber der Song, dieses Australian Gate, ist noch da. Und das ist das, was bleibt. Und das ist irgendwie die schöne Erinnerung, die ich eigentlich mein Leben lang, glaube ich, haben werde. Durch den Song. Start Nummer 05, trainiert von Briggs. Hier ist Julian Heidrich mit einem eigenen Song. You on the phone, talking to me. I saw you every day, in school and by the sea. You sat right next to me, you sat right next to me. But now that I'm gone, I miss you more than words. Words can't explain, I miss you more than talk. Drunk Mrs. Rain, but I'm 30 hours away. I'm back home in a plane, with tears in my eyes, but a smile on my face. But once again, I'll stand on an Australian gate, and how I hope that I swear you'll wait for me. Please wait for me. You, but that's okay when I'm with you. It will go up and down, up and down. There's a promise I have made, and it's never gonna fade away, fade away. But once again, I'll stand on an Australian gate, and how I hope that that's where. Wait for me, so two lives can join. Once again, I'll stand on an Australian gate, and how I hope that's where you wait for me. Please wait for me, so two lives can join together. Dankeschön.
Danke, danke. Julian, da ist ein Herz. Just for you von deinen Fans. Ist das schön. Jetzt hast du auch einmal deine Fähigkeiten als Komponist und Songwriter unter Beweis stellen können. Brix, du bist Musikproduzent, du bist ein absoluter Profi. Wäre das etwas, was du gerne auf CD pressen würdest? Also, erstmal muss ich sagen, Riesenrespekt an dich, Julian. Super Nummer. Mit 16 Jahren so einen Song zu schreiben, ist absolut geil. Hammer. Definitiv. Ich kannte am Anfang ja auch nur die Akustik-Gitarre-Version. Da gab's ja, es gab ja keine Aufnahme von dem Song. So wie der Song jetzt dasteht, finde ich ihn echt super. Mach so weiter als Komponist. Wenn du so weiterarbeitest in ein, zwei Jahren, schreibst du ein ganzes Album. Aha. Danke, danke. Super. Oder jetzt gleich, ich weiß nicht. Oder jetzt gleich. Gerne. Julian, du hast dieses Lied für eine ganz besondere Frau geschrieben, die in Australien sitzt. Via Livestream kann man da ja zuschauen. Leute, weißt du, ob sie zuschaut? Verfolgt naja, die Sendung über Livestream? Die Geschichte ist, in Australien schlafen jetzt alle. Aber ja, sie wird sicher sehen. Ich meine, ich sage immer, wenn ich an das Lied denke, das ist eins der Lieder, die ich als eines meiner ersten Lieder mit 16 geschrieben. Das ist jetzt 3 Jahre her. Und es sind ein paar, also das Leben ist jetzt nicht so gekommen, wie ich gedacht habe. Wir sind heute in Kontakt. Wir sind Freunde. Sie hat schon wieder einen Freund. Aber ich, weißt du, in Österreich, na, es gibt in Österreich auch so viele schöne Mädchen und ich kann auch ganz viele Lieder schreiben. Also, aber sie wird es auf jeden Fall bekommen. Und ich sehe dieses Lied überhaupt, wenn ich Lieder schreibe, das ist für mich wie Tagebuch schreiben. Und wenn ich das Lied wieder spiele und spielen darf, dann erinnere ich mich einfach, wie das damals war vor 3 Jahren. Und die Erinnerung stirbt zuletzt irgendwie, ne? Hat sie das Lied eigentlich schon jemals gehört? Nein. Aber vielleicht hat sie jetzt Schnaggerl oder so. Ich weiß, kann sein. Stimmt ja nicht ganz, denn in Australien schlafen nicht alle, mein Lieber. Danke Internet, wir haben eine Verbindung zu ihr. Und schalten jetzt mal live zu Vanessa nach Melbourne. Vanessa, hi! What the fuck? No. Jetzt ist weg, Vanessa. No. Are you like an actress or are you? Is it Vanessa? She's real. Like for real? Oh my God. Es ist wirklich Vanessa. Yeah, Vanessa. I'm good. Was the first time you heard that song? Did you like it? Yes, I just listened to it. It was beautiful. Also ja, sie mochte den Song. Sie haben das erste Mal gehört, sehr wohl. Was willst du ihr noch sagen? You know, I wrote it on a way back home in a plane. Like in, now she's gone. Nah. Oh, das Internet. Aber ja, Australien ist halt weit, ne? Alter, wir versuchen es nochmal, Julian. Ihr seid ja verrückt. In der Zwischenzeit, ihr seid ja alle deppert. Fragen wir dabei mal die Jury. Und dann schauen wir nochmal zu Vanessa. Mario. Ich setz mich kurz los. Setz dich ruhig. Wenn du sitzt, wenn du deine Gitarre in der Hand hältst, wenn das Mikrofon steht, bist du wie aus einem Guss. Und man hört dein Gefühl in deinen Songs. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich bin auch ganz überrascht über das, was jetzt gerade passiert. Also. Ja, wieder mal ganz klar der Beweis dafür, dass es nichts Faszinierendes und Schöneres gibt, wenn jemand seinen eigenen Song, seine eigene Geschichte präsentiert. Das war stimmig, gefühlvoll, hochemotional und absolut am Punkt. Danke. Und offensichtlich hat es gewirkt. Also, ich finde das Lied sehr schön. Also für so einen 16-Jährigen, wie er schon sagt, ja, für so einen 16-Jährigen ist das schon ganz schön krass. Also auch die Melodie und der Rhythmus und so, ich finde das alles sehr gut. An dem Text könnte man ein kleines bisschen noch arbeiten, aber du warst 16, was soll ich sagen. Ja? Also ich finde es schon sehr gut. Ich finde es sehr, sehr gut. Ich würde mir die CD auch kaufen. Ach, da kommen wir doch gleich zu den Herren hier. Ich würde ja gerne morgen bei iTunes, mein iTunes aufmachen zum Beispiel, ja, und dann sein Lied da runterladen. Was hältst du denn davon? Nach Lukas und Massimo
Julia, wäre das was? Sie, das Wunsch ist mir Befehl. Das würde ich auch gerne. Es wird nicht zu morgen klappen, aber ich glaube, am 3. Dezember wird man dieses Lied nächsten Freitag zu kaufen bekommen. 3. Dezember, ja. Heute in einer Woche, am Freitag. Weihnachtszeit. Auf iTunes. Zum Download. Danke, Philipp. Hey, das war meine Idee. Ja, danke, Sido. Danke, okay, Sido. Gut. Danke, alle. Danke euch alle. Danke, danke, Vanessa. Danke, Australien. So, wir schauen jetzt mal, hey, ob die Verbindung... Hey, noch mal ganz kurz hier zu Australien, ja? Vergiss mal die Olle da in Australien. Australien ist 80 Stunden weg von hier, Alter. Die stehen alle Schlange hier. Stell dich einfach mal nachher nach der Show 2 Minuten vor die Halle, Alter. Nein! Ich hab eh gesagt, in Österreich... Ich hab eh gesagt, in Österreich gibt's auch ganz viele schöne Frauen. Meine ich ja, Alter. Und die ich kann viele Lieder noch schreiben, ja? Ihr hat er diesen Song zu verdanken, okay? Das stimmt, absolut, ja. Ja, okay. Probieren wir es nochmal. Schick ihr einen Brief. haben wir die Verbindung, so, liebe Regie? Ja, Moment, probier nochmal, Sekunde. Ja, nervös, nervös. Du bist nervös? Ich weiß nicht, ja. Bist bleib du nervös? Cool. Aber bleib cool. Klappt leider nicht, klappt leider nicht. Oh, schade. Ist ja egal, denn wissen Sie was? Wer braucht denn schon das Internet, wenn es Flugzeuge gibt? Hier ist Vanessa! No way! No way! Oh my God! This is unbelievable! This is unbelievable! Die beiden sind überwältigt. Definitiv. Julian, Vanessa. Vanessa. Yes. Come over here. We all want to see you. Das ist Vanessa. Something like that. 24-hour flight, yeah. Oh my fucking God. Also sie ist 24 Stunden geflogen, kommt direkt vom Flughafen hierher. Was ist das für ein Gefühl jetzt hier so? Das ist unbelievable. Also ich habe gerade überlegt, ob das eine Schauspielerin oder so ist. I just said I was wondering if you're an actress or if you're fucking kidding me. Nein, but das ist sie wirklich. It's fucking real. Sorry, ich darf nicht. In Australien redet man so, da sagt man bei jedem Satz fucking. Das ist irgendwie so. Hey. Wie lange bleibt sie denn? Wie lange bleibt sie denn da? Ich weiß nicht. How long will you stay here in Vienna? Staying here till Tuesday. Also bis Dienstag. Oh, da musst du dich ranhalten. Viel Zeit zum Reden. Halt dich ran. Oder zum Songs schreiben. Wer weiß, ja? Ihr Lieben, ihr habt viel zu quatschen. Ich bitte euch in den Backstage-Bereich. Julian, du könntest ja für Vanessa nochmal den Song. Danke. Vorsingen oder so. Wir machen weiter mit zwei starken Frauen, haben sich zwei gefunden. Nicht nur Vanessa und Julian, sondern Katrina und Katrina.